Ich grüße alle Krebsgeborene ganz herzlich. Auch für euch gebe ich einen Jahresüberblick. Also, was hält das Jahr 2017 für euch bereit? Dann hört, was ich euch als Jahresprognose übermittle. Der Krebs hat sich für 2017 vieles vorgenommen und legt jetzt richtig los. Doch sollte er sich selbst nicht unnötig unter Druck setzen. Im Finanziellen wirst du im Januar, Ende März und Mitte April eine angespannte Situation vorfinden. Da heißt es aushalten. Und nicht nur aushalten, sondern auch du musst haushalten, wirtschafte richtig und geh auf Sicherheit. Du als vorsichtiger Krebs neigst nicht dazu, zu Versuchungen verleitet zu werden. Bleibe standhaft. Ab August bis Oktober wirst du Freude bei guten Abschlüssen haben. Da übernimmt Jupiter dein Glück zu guten finanziellen Aspekten. Im Gesundheitlichen sorgen Jupiter und Uranus zu innerlichen Unruhen. Ja, man kann sagen, du bist überaktiv. Ab September befindest du dich im absoluten Hoch und bist voller Power. Egal wie hoch dein Pensum ist, du packst es an und schaffst es. Du schaffst es mühelos, denn körperlich und psychisch bist du sehr stark und aktiv. Im November wirst du einige Wehwehchen haben. Doch dann sorgt Jupiter dafür, dass du zur Ruhe kommst und deine Beschwerden aushalst. Deine stürmische Zeit ist dann vorüber und du wirst mit Freude in dir ruhen können. Dein persönlicher Engel ist Muriel. Höre seine Botschaft. Übernimm endlich Verantwortung in deinem Leben. Du bist klug, doch neigst du auch dazu, für falsche Entscheidungen und Niederlagen bei anderen die Schuld zu suchen. Keiner ist für dein Leben verantwortlich, nur du selbst. Es ist Zeit, die Schuld selbst zu übernehmen. Es ist dein Leben. Liebe Krebse, nehmt die Herausforderungen an, die in diesem Jahr auf euch zukommen. Mit deiner Intelligenz, Sicherheit und Entschlossenheit und eurer starken Stabilität schafft ihr alles wunderbar. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Löwe. Also, ihr Löwen, seht euch euer Video an. Herzlichst. Eure Diria.